Yo, und was geht? Herzlich willkommen hier natürlich wieder zu einem erneuten Video. Schön, dass du da reingeklickt hast. Und ich hoffe, dir geht's gut, denn es geht hier weiter mit Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind hier Gras über Gras. Ich denke mal, da sind einige wilde Pokémon drin, aber da habe ich jetzt gerade nicht wirklich Lust drauf. Ich habe Bock auf Trainerkämpfe mehr. In der letzten Folge haben wir ja schon, soweit es geht, alle Trainer hier besiegt. Jetzt geht es natürlich wieder fort, weiter nach oben. Aber ich habe gesehen, hier diese pinke, haarige Dame da oben. Die haben wir noch nicht besucht, deswegen würde ich die jetzt gerne mal besuchen gehen. Oh, ich ruhe mich hier ein wenig aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich jetzt hier Attacke Go-Ort einsetzen. Du solltest dir überlegen. Übrigens auch eine Verschnaufspause gönnen. Oh, Tim 51, Ruheort. Hätte doch selber dann einsetzen können. Wenn die ohne Rast weiterfliegen müssten, würden Vogel-Pokémon irgendwann völlig erschöpft zu Boden fallen. Oh ja. So, jetzt, was ist das für eine TM-Attacke? Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Wenn das Ruheort ist, oh, dann hätte er die doch selbst einsetzen können. Tim 51 Ruheort. Ey, ist der blöd? Ist der. Na gut, okay. Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50% maximaler KP aufgefüllt. Das hört sich ganz gut an, aber ich glaube, das werde ich Sword erstmal noch nicht geben. Ich denke mal, wir haben irgendwann später ein anderes Vogel-Pokémon im Pokémon-Team dabei. Deswegen würde ich das dann schon doch gerne noch ein bisschen aufbewahren. So, ab geht's. Oh, da ist der letzte Trainer wahrscheinlich. Ab geht's. Ich bin als Pokémon-Schiedsrichterin noch grün hinter den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Oh yes. Genau solche Leute, die mag ich, die ihr Bestes geben wollen. Amanda. Oh nee. Aber noch ein Pi. Was es alles für so Baby-Pokémons gibt. Pi. Ich glaube, dann Togepi ist ja auch fast so ein Baby-Pokémon. Dann gibt es, glaube ich, noch ein Pokémon, das sich dann hinterher in Knuddeluff oder so verwandelt oder in Pummeluff. Aber wir starten direkt mal rein hier mit Aquaknarre. Ja gut, es hat ja nicht so viel gebracht. Ist halt Aquaknarre, man kennt's. Ahahaha. So, aber dafür der Kopfnuss. Der Kopfnuss sollte dafür viel effektiver sein. Ja, perfekt. Oh nö. Bin ja auch noch verliebt. Aber in wen bloß? Wen? In Amanda? Sie sieht ganz sweet aus. Aber nee. Ach, da, das Voneira, genau, das Voneira meinte ich. Tja, was ist darauf effektiv, so ein Voneira? Sollen wir mal Georock reinpacken? Boah, das ist Level 28 schon, krass. Komm rein damit. Also Georock ist im Moment mein stärkstes Pokémon. Ich freue mich auch später so ein richtig geiles Geowatz zu haben. Jawohl. Läuft bei dir. Uh. 27. Ja, läuft. Fast alle auf so einem gleichen Level. Ach, da ist das Pipi. Nee, komm, du kannst weiterkämpfen. Du hast es gerade so gut gemacht, Georock. Dann darfst du jetzt auch Pipi besiegen. Die Pipi, die sich Pipi in die Hose macht. Jetzt, wo ein Stein drauf gefallen ist. Nicht mit mir. Macht nichts. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Okay, gut, dann bin ich doch nicht in sie verliebt. Hust, räusper. So, was haben wir denn hier noch so schönes? Hier haben wir noch einen Honigbaum. Da können wir aber, glaube ich, eh nichts dran machen, weil da irgendwie gar kein Pokémon rausschlüpft, auch wenn ich 5 Stunden warte. Aber ich sehe, wir haben hier ein schönes Haus oder eine kleine Hütte, eine Holzhütte. Kaffee, frisch und gesund. Die beste Milch der Welt. Ja, rein damit. Ich verdurste. Oh, Elton-Parade da links. Da müssen wir auch noch gleich hin. Sei gegrüßt, Reisender. Manche unserer Kunden sind recht heißblütig, wollen
ohne Unterlass kämpfen. Doch lass dich nicht zu zwingen und genieße deinen Aufenthalt hier. Ah, da will jemand kämpfen. Oh ja, die hat schon 2 Pokébälle auf dem Tablet. Auf dem Tablet. Oh, hey, hast du die ganzen Endos da draußen gesehen? Das sind Pokémon, die von chronischen Kopfschmerzen geplagt werden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen wieder besser geht. Ich glaube auch. Ich wollte gerne mal lang. Oh, wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Das bekommt uns unser Sammlern häufig vor. Oh yeah. Da ist der versteckte Kampf. Schade, leider kein Doppelkampf. Aber gut, nehme ich auch so hin. Der Streber. Och nö, Pantimos. Wie ich das Pokémon hasse. Ich hasse das Pokémon. Komm, Kopfnuss. Zack, Kopfnuss ist Acemar. Jawoll. Ja, das ist auch schon krass. Die sind einfach Level 18 oder 17 oder so. Und wir sind schon 27. Das ist echt schon... Oh, schon wieder Pantimos. Ja, eine Kopfnuss. Perfekt. Erstmal Kopfschmerzen bereiten, den Pantimos. Hat ja vorhin so gut geklappt. Dann sollte es jetzt auch klappen, jawohl. Diesmal Level 20, okay. Jawohl. Sauber. Aeroas zu erlernen. Auf jeden Fall. Gut, dass wir Ruheort nicht eingesetzt haben, weil sonst hätte ich wahrscheinlich fast gar keine Attacken mehr übrig für geilere Attacken. So, Ruckzuckhieb, auch wenn ich es nicht so geil finde. Dafür Aeroas auf jeden Fall noch besser ist. Ja, noch ein Pantimos, perfekt. Level 21, 22. Gehe ich jetzt mal von aus. 20, okay. Ja, dann... Kriegst halt wieder Kopfschmerzen. Mir ist das egal. Sauber. Muschelglocke ist auch richtig geil im Pfad. Wissen allein ist doch kein Garant für den Sieg. Oh yeah. Streber und Pokémon-Sammler. Nee. Was für ein Beruf du hast. Ich bin ein Pokémon-Sammler und als solcher sehr stolz auf mein Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen mal auf die Probe stelle? Ja, zeig's mir. Zeig mir deine sehr effektiven und uneffektiven Attacken. Komm, zeig's mir. Mogelbaum. Oh. Ich glaube, das Kopfnuss, glaube ich, nicht so effektiv. Weil er selber Kopfnuss hat. Was war das denn für ein Bewege? Komm, ich denke mal, wir machen mal einen Walzer, weil der ja immer effektiver wird. Ach, schade. Ja, war für den Arsch die Attacke. Aua. Nicht so geil. Rückenzug. Ah, super. Naja, kann ich ja eh nicht. Ich kann ja eh nicht aus dem Arena, aus dem Trainerkampf fliehen. Bam. Oh. Scheiße. Ey, Kacke. Ja gut. Wen nehmen wir denn jetzt mal? Sword. Ah ja, komm, wir probieren. Ah, oh, Mann. Na gut. Dann probieren wir gleich mal Aeroas aus. Kopfnuss. Komm, mach es fertig. Habe ich mir schon fast gedacht. Das wird nichts hier mit Bidiza. Okay. Aquaknarre vielleicht? Auf ein Gena? Komm, Aquaknarre. Ach, hätte ich es. Ach, Mann. Hätte ich es doch eher eingesetzt. Egal. Ja, diesmal werden wir wechseln. Dann auf Sword mit Aeroas. Ich glaube, das müsste sogar auch sehr effektiv sein, wenn ich jetzt weiß, dass es ein Pflanzen-Pokémon ist.
Obwohl es irgendwie gar nicht danach aussieht. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre Boden, weil der ja auch Steinkante hat und sowas. Naja, wir probieren es auf jeden Fall. Ich will den Aero-Asma ausprobieren. Okay. Nicht sehr effektiv. Ach, schon Steinkante ist jetzt sehr effektiv. Ja, natürlich. Ich komme mit den Attacken wirklich manchmal durcheinander, was effektiv und was nicht ist. Aber dann Stahlflügel, komm. Jawoll. Ja, jetzt ist leider Sword down. Schade. Schade, schade. Komm, Beliza. Oder Bidifass. Du musst noch mit den Level angleichen. Ach, der Kampf wird doch nicht schief laufen. Da, zack, siehst du doch. Easy peasy. So, komm. Der letzte. Der letzte nervige Mogelbaum. Wird wahrscheinlich jetzt nicht One-Hit sein. Aber wenigstens auf jeden Fall sehr viel abgezogen. Aua. Pizza ist down. Schade. Ach, Mann. Da habe ich aber wirklich ins Klo gegriffen. Drecksmogelbaum. Ich hasse auch Mogelbaum. Antimoss und Mogelbaum. So Drecks-Pokémons. Komm, mach es fertig, Luxio. Sauber. Du kannst eine beträchtliche Menge an Wissen vorweisen. Ja. Jetzt nicht wirklich, weil ich nicht wusste, was effektiv, was uneffektiv ist. Aber wenn du das sagst, okay. Aber ein bisschen Wissen an uns gerissen. Willkommen! Dieses Pokémon hier ist mein ganzer Stolz! Was denn für ein Pokémon? Ich sehe noch kein Pokémon. Jetzt kommt's. Oha. Oh, Pipi. Ha, toll. Wow. Naja, wenn man nur ein Pokémon hat, dann ist man natürlich stolz drauf. Zwei Level 20. Na, 22. Na gut. Ja, gut. Machen wir mal Funkensprung. Oh yeah. Ach man, ich bin doch schon verliebt. Hau rein. Tschüss. Mach dir in die Hosen. Denn genau dein Name passt genau dazu. Jawohl. Boah, Level 29 Georock. Was ist denn los hier? Auf die Niederlagen reagiere ich mit einem breiten Grinsen. Okay. Da freuen sie sich wahrscheinlich über die Niederlage. Na gut. Willkommen im Café. Was darf sein? Wobei, eigentlich ist es egal, was du gerne hättest. Wir servieren hier eh nur Kumu-Milch. Eine Flasche kostet übrigens 500 Poké-Dollar. Na, möchtest du eine? Oh Gott. Also das ist mir ein bisschen zu viel. Eine Flasche Kumu-Milch für 500? Aber gut, komm, wir nehmen mal eine. Hier ist deine Kumu-Milch. Fools bekommen's. Jawohl, Kumu-Milch. Auch geil, der Name. Perfekt. So, auf jeden Fall Zeit, mal ein Pokémon-Center aufzusuchen. Was mit den Entons hier? Lässt du mich vielleicht hier durch? Enton, Enton! Die Entons versperren den Weg und machen keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Na, super. Ja, die machen uns wahrscheinlich nachher frei, wenn wir die Arena-Leiter besiegen. Route 215. Oh Gott, nein, es regnet. Gut, dass ich die Mütze auf habe. Okay, hier haben wir nichts weiteres. Hier oben ist auch nichts mehr. Der Honigbaum, der interessiert uns eigentlich gar nicht. Okay, so, was willst du, Ranger? Ich bin der Schatzsucher und heute ist meine Beute ein Sieg gegen dich. Oh, sehr, sehr geiler Spruch, aber nicht heute. Das wird heute nicht dein Erfolgstag, sagen wir es mal so.
Bronze. Oh, habe ich da gute Karten mit Luxio? Kann gut sein. Blitzregen kann ja auch mal aufhören. Aha. Auf jeden Fall eine sehr effektive Attacke. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Oh nö. Hau rein da den Biss. Werde ich. Jawohl. Bam. So geht es auch. Schildrus. Ah, okay. Ja. Hm, haben wir unser Feuer-Pokémon noch? Ne, wir haben überhaupt kein Feuer-Pokémon mehr. Ach ja, stimmt, haben wir gegen das Ei eingetauscht. Ja, stimmt. Ja, komm, dann lassen wir Luxio mal weiterkämpfen. Ich glaube, Biss sollte auch sehr effektiv sein. Aber Schildrus ist auch ein geiles Pokémon. Das sich weiterentwickelt zu einem richtig, richtig geilen Pokémon. Ich glaube, Bodo und Stahl irgendwie sowas. Perfekt. Oh, schade. Oh. Schade. Wäre er jetzt noch paralysiert gewesen, ich glaube, dann hätte er den Kampf sofort beenden können. Einmal nicht angreifen können und dann einmal paralysiert. Jawohl. Luxio 29, hast du dir verdient. Ich kann nicht gewinnen. Du bist einfach eine Nummer zu groß. Das zu hören. Mhm. Schick, schick. Dann gib mir mal einen Pokéball. Ein Aether. Schade, hätte es dein Pokémon sein können. Zwischendurch gehe ich auch mal langsamer oder lege eine Pause ein. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Ja, das ist klar. Gegenstoß eignet sich ideal, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Doch bitte nur im Pokémon-Kampf, nicht im wirklichen Leben. Sonst würde man sicher laufend streiten und bekämpfen. Oh yeah, perfekt. Lohnt sich auf jeden Fall immer jemanden anzusprechen. Also setzt du diese Attacke ein, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist, verdoppelt sich ihre Stärke. Sauber. Ja, wir haben jetzt Georock. Könnte ich jetzt machen, möchte ich aber jetzt noch nicht wirklich einsetzen. Aha, ich wusste doch, irgendwas versteckt sich hier. Sonst wäre das ja nicht umsonst, diese Blumen. Okay, Abfahrt. Boah, das war knapp. Ja, der hat wahrscheinlich Gesteins-Pokémon oder so. Ich glaube, Cheltorain war da sehr effektiv gegen. Also Abfahrt. Bewundere, wie sauber die Techniken meines Kampf-Pokémons sind. Oh yeah. Zeig mal her. Da will ich ja gerne was lernen von dir. Die Bunkel. Ah, super. Hm. Jetzt nicht so ein geiler Anfang. Wir haben den Biss. Ich glaube, Biss könnte gut effektiv sein. Level 25 ist das Glibunkel. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte nächstes Mal nicht mehr so viel glauben und hoffen. Einfach die Attacke machen, die mir gerade im Sinn kommt. Komm, Megasauger, drück ihn rein. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ist nichts Effektives dabei. Aber wir haben immerhin den Megasauger. Er gibt uns nochmal ein paar KP mehr. Na komm schon, mach's fertig. Bin auch gleich nochmal auf die neue Arena gespannt. Oh. Oh,
weil wir haben ja so viele Arenen offen jetzt eigentlich. Wir hätten locker schon 4 Orden gehabt oder so. Jawohl, ein Glück. Puh. Ein anstrengender Kampf. Du hast seine Attacken abstumpfen lassen. Okay. Okay, okay, okay. So, wo geht's denn hier lang? Ach, Zerschneider? Dann gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ah ja. Den Pokéball lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Du behauptest, ich wäre eingedöst. Das habe ich nur vorgetäuscht. Ja! 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 Tschuhua! Ich habe den nur nachgemacht. Keine Angst. Medici. Auch so ein geiles Hass-Pokémon. Auch nichts wirklich. Ja, ja, aber Strauchler, der strauchelt schon richtig rein. Komm, scan mich. Mann. Na, auch ein neues. Afriderci. Sauber. Oh, wie die fast hängt, aber ganz weit hinten. Mal wieder. Mach Rollo. Weiterkämpfen. Das wird jetzt ein schneller Kampf. Ich glaube. Ah, oder nicht? Ja, oder doch? Oder durch? Strauchler, komm. War es fertig. Ja, okay. So einen ekelhaften Fuß in der Fresse gehabt. Noch nicht mehr Socken angehabt. Einfach den nackten Fuß in die Fresse gekriegt. Ekelhaft. Schon wieder mit Didi. Komm, aber Pokémon wechseln jetzt diesmal. Ich glaube, Georok. Müsste Georok sehr effektiv sein. Kann gut möglich sein. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Dafür, dass die anderen Attacken nicht sehr effektiv waren, hat die Attacke ordentlich reingehauen. So, ein Glück. Oh, Glück. Glück, Glück. Der musste tief atmen und tief schlucken. Eine Fausttafel. Mhm. Okay. In dieser Tafel steckt die Kraft besiegter Giganten. Girantina? Bist du's? Junge, wenn das ein Girantina wäre, holy moly. Pokémon-Attacken sind entweder psychische oder spezielle Attacken. Die Stärke der psychischen Attacken hängt von Angriffswert des Pokémons ab. Bla 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 bla. Brauche ich alles nicht. Ja, 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 ja. Alles gut. Mehr brauchen wir nicht wissen. Wir wissen immer, welche Attacke effektiv ist, welche nicht. Dann gehen wir hier nochmal eben schnell her. Holen uns hier nochmal ein paar Beeren. Oh, wir haben ja noch einen ziemlich weiten Weg bis in die neue Stadt rein. Ich denke mal, wir machen dann an der Stelle Schluss und werden wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen, einmal die Arena und die ganze komplette Stadt, was da diesmal auf uns wartet. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Schalt auch gerne wieder in die nächste Folge ein. Dann holen wir uns hier die 2 Pokébälle auch, gehen dann wahrscheinlich dann in die Stadt. Wird auf jeden Fall spannend bleiben. Bis dahin, man sieht sich. Danke fürs Einschalten. Lass dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich natürlich freuen. Und wenn du natürlich keine weiteren Videos verpassen willst, gerne auf den roten Abonnieren-Button smashen. Würde mich auch freuen. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss, euer Moreno.